Mein Name ist Hans Zischler. Ich bin, aber auch manchmal nicht, Schauspieler. Und ich möchte eins vorausschicken. Ich distanziere mich von allem, was ich im Folgenden sagen werde. Dies noch vorweg und jetzt zur Sache. Ich distanziere mich in aller Form von der Corona-Politik und der Kommunikation der Corona-Politik unserer Regierung. Ich distanziere mich ebenso entschlossen von jeglicher Kritik an der Corona-Politik. Und ich distanziere mich von Querdenker-Demos, von Schwurblern, Esoterikern und Wissenschaftsleugnern. Ich distanziere mich vom Robert-Koch-Institut und dessen arithmetischen Politik der absolut gesetzten Zahlen. Ich distanziere mich von der Rhetorik und Metaphorik, die sich in Begriffen wie Abstandsgebot, Brücken-Lockdown und Wellenbrecher-Shutdown, wie überhaupt Anglizismen dieser Art, kundtun. Ich distanziere mich vom Social Distancing und ich distanziere mich von all meinen Mitmenschen. Ich distanziere mich von dieser Aktion. Ich distanziere mich auch von allem, was auf dieser Seite zu sehen sein wird. Ich distanziere mich in aller gebotenen Schärfe von mir selbst. Ich distanziere mich von morgens bis abends. Mit anderen Worten, ich nehme Abstand.